Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Autohändler-Simulator. Meine Damen und Herren, in der letzten Folge haben wir unser Büro ausgebaut. Es sieht mittlerweile, meiner Meinung nach zumindest, schon ziemlich krass aus. Und wir sind unser erstes Straßenrennen mit der Dodge Viper gefahren. Für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, wir haben wirklich, ich weiß nicht, wie viele Folgen es waren. Locker 10. Über 10 müsste es gewesen sein. Haben wir danach gesucht und dann haben wir sie tatsächlich bekommen. Da oben steht die Nummer 2. Unsere erste Dodge Viper steht noch bei den Straßenrennen. Und ich würde jetzt ganz gerne eine neue Mission starten. Und zwar Mission, wir kaufen alle Autos, die es im Spiel gibt. Denn mit dem neuen Update und dem großen Büro, was wir jetzt hier haben, würde ich ganz gern eine Etage, vielleicht hier so im ersten Stock, würde ich wirklich gerne jedes Auto sammeln. Und das Gute ist, die Viper haben wir da oben schon, der Audi R8. Aber da sind noch eine Menge an anderen geilen Autos, die definitiv fehlen. Das Praktische ist, es ist jetzt gerade auch Automarkt, weil wir haben zum Beispiel den einen Mercedes haben wir nicht. Ich hoffe, oh, oder hier. Stimmt, wir haben gar kein Cabrio, kann das sein? Weil ich muss sagen, also ich bin jetzt in meinem Leben noch nicht sonderlich oft Cabriolet gefahren, aber das ist schon derbe geil. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, seid ihr schon mal Cabrio gefahren und wie fandet ihr das? Oh, warte mal, da vorne ist der Mercedes oder kaufe ich erstmal? Warte mal, ich guck mal, was das Cabrio kostet. Ich meine, auch wenn der Sommer mittlerweile vorbei ist, obwohl es wird jetzt ja nochmal wärmer. 43.000? Oh ja, komm, mach mir mal einen geilen Preis. Ich gebe dir 30.000. Komm, bitte. Hä? Ah, nicht genug. 33.000, komm. Ich komme dir entgegen. Du ziehst mir die Hosen aus. Du machst mir meine Taschen leer. Ich kann es nicht. Sag mal. Okay, 35.000. Das ist wirklich mein letztes Angebot. Wirklich. Ja, komm. Jawohl, guck mal hier. Zack. Oh, guckt euch das an. Schön Cabrio. Mal Motor an. Geht's unserem Typen eigentlich gut? Der hat so einen leichten Schiefhals. Bilde ich mir das nur ein, aber sein Kopf knickt so nach innen. So, wir werden den mal. Ach, Mist, können wir gar nicht. Weil alles voll ist, ne? Ah, ne, doch. Reparatur 2. Und dann gehen wir direkt zum Büro. Wir werden natürlich auch gleich unbedingt gucken, dass wir weitere Straßenrennen fahren. Des Weiteren haben wir noch ein weiteres Ziel, und zwar das Büro auszubauen. Bis dato finde ich es eigentlich schon derbe geil. Man maximiert am Ende den Platz, den man da drin hat. Oh, keine Probleme, geil. Und es sieht auch noch cool aus. Also ich mag so dieses, ja, es ist ja ein bisschen klotzig, aber das finde ich schon ganz geil. Oh. Mann, Alter. Hey, der hat aber auch nicht gebremst. Ich schwöre, ich habe es nicht mit Absicht gemacht, Mann. So, wieder repariert. So, diesmal Paletto. Ja, geht doch. Sag mal, jetzt sind hier beide Dinger belegt. Nee. Moin. So. Ein Turbo, Nitro. Ja, das Ding muss auf jeden Fall. Alter. Wie. Oh. Ja, wie geil das wäre. Guck mal. Nee, wir wollen ihn richtig schön tiefer legen. So, natürlich hier. Paletto. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist der Audi. Ah! TT, oder? Sag mal, wie lange brauchst du denn da? Junge, verpiss dich. Hopp, hier. Ah, danke. Ich bin mal in einem Audi TT mitgefahren. Smurf hatte mal einen. Aber ist das ein Audi TT? Als Cabrio? Gibt's sowas? Ich kenne mich da leider nicht aus. Welche Farbe ist denn geil? Euer Rot ist nicht schlecht. Oh ja, so ein Türkis. Zack. Junge, kann sich drin spiegeln. Das Geile ist halt, man kann jetzt hier fahren rein, direkt auf den Aufzug. Hopp. Nach oben. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Also Platz ist ja an sich genug. Das Ding ist, von draußen muss ja auch jeder meine Sammlung schon sehen können. Dann würde ich sagen, dann platzieren wir auf jeden Fall hier. Ich warte mal, ich würde sowieso den mal kurz auch noch umparken. Ach, das müssen wir von der anderen Seite. Oh nein. Ach, das ist ja, hier steigt man ja ein. Ich komme da nicht dran. Ich könnte jetzt natürlich da, ja, dann muss ich ihn einmal... Ich muss ihn einmal wegteleportieren. Alter, ich liebe unser Büro. Ich mag das wirklich gern. Ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Ich hoffe einfach, dass die Entwickler noch mal ein paar neue geile Autos ins Game packen. Darauf hätte ich halt mega Bock. Oh, könnt ihr mir jemanden Gefallen tun? Das wäre wirklich geil. Nicht genug... Der Aufzug hat nicht genug Platz.
Ach, weil der noch oben ist. Ach so, ja gut, das macht Sinn. Und zwar wäre es cool, wenn wir so eine Liste hätten. Wisst ihr, dass wir dann in jeder Folge so ein Bling machen könnten? Also zum Beispiel, dass man jetzt Audi R8 und dann hat man so ein Häkchen in dieser großen langen Liste. Und dann so ein Pling, Dodge Viper. Nächstes Pling, Audi. Oh, der hängt da ein bisschen fest. Audi TT, sofern es ein Audi TT ist. Und dann jetzt hier nochmal, wenn ich ihn gleich geparkt habe, Pling. Audi. Nissan GTR. So, ich gucke jetzt mal von oben. Warte mal, den fahren wir direkt runter. Wie sieht das jetzt von vorne aus? Oh ja, das ist doch geil. Und wenn man dann am Ende wirklich da oben so 30, 40 Autos hat, die man alle von hier unten sieht. Das wäre schon geil. Hier unten haben wir auch noch ein paar Dinger. So, lass uns mal gucken, dass wir auf jeden Fall für die Sammlung mal hier ein paar Autos finden. Oh, hier steht gar kein Auto von uns. Hä? Bin ich damit irgendwann mal zurückgefahren? Muss ich ja. Warte mal, dann ich nimm mal... Soll ich einen von den Porsches nehmen? Nee, ich nehme mal den Ferrari, der ist auch einfach cool. Den kann ich dann auch direkt fertig machen. Für die Sammlung oben. Weißt du, und dann können wir auch wieder das... Ah, warte, hier ist noch ein Wagen. Aber da können wir den auch auf unserer Liste abhaken. Also das finde ich eigentlich ganz geil. So, da gab es jetzt nichts zu reparieren. So, hallo. Einmal. Ja, so ein Zombie-Lila. Richtig schön metallisch. So, perfekt. Dann brauchen wir kurz noch mal ein bisschen Lichter. Stimmt, das habe ich mich die ganze... Ach, der ist nicht zu Hause. Ah, komm. Kann ich da irgendwie Licht anmachen? Das muss ich auf jeden Fall noch mal in Erfahrung bringen. Weil es ist so unfassbar dunkel da drin. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Minus 35.000? Heilige Kokosnuss, was habe ich denn? Ach, ich habe ja den einen Wagen gekauft, ich Trottel. Okay, ja, ich war ein bisschen... Stimmt! Leute, wir haben ein kleines Problem. Und zwar, ich habe ja gesagt, aber das bezog sich, glaube ich, damals auch einfach nur, wenn jetzt in dem Moment die Dodge Viper in dieser Auktion gewesen wäre. Weil ich habe ja gesagt, dass ich die heilige Kokosnuss öffne, wenn ich die Dodge Viper bekomme. Aber ich kann doch, ey, die heilige Kokosnuss, auch wenn sie stinkt und auch ein bisschen hässlich ist, sie ist mittlerweile ein guter Freund von uns. Und sie begleitet uns in diesem Let's Play jetzt schon wirklich lange. Und ich will ihr nicht den Kopf spalten. Wirklich nicht. Ich werde vielleicht irgendwann mal, nee, ich will auch keine Abstimmung machen, weil ich weiß ganz genau, dass einige von euch, der armen, ihr wollt an das stinkende Fruchtfleisch der armen kleinen heiligen Kokosnuss. So, ich guck mal hier, ob hier ein geiles Auto ist. Oh, warte, nee, Müll. Alles Müll. Aber wir haben ja hinten auch noch den Porsche, dass wir den auch schon mal abhaken. Das werden wir heute auch noch machen. Ich will jetzt aber auf jeden Fall einmal gucken, was es für Rennen gibt. Das habe ich, glaube ich, eben gerade auch vergessen. Ach ja, stimmt. Weil ich ja den Ferrari dafür benutzen wollte, um da mal vorbeizufahren, um zu gucken. Aber das kann ich jetzt machen. Alles easy. So, da ist ja das Zombie-Mobil. Rennset, bisschen Turbo, danke. Tiefer legen. Oh, bisschen Halloween-Style mit den Lichtern. Ist nicht auch bald schon wieder Halloween? Ich weiß nur, Halloween ist immer am Start, wenn es kalt ist. So. Dann lass uns mal gucken, ob wir da ein Rennen fahren können. Oh, es hat geklingelt. Warte. Pass auf. Jetzt kommt eine Hammerflachwitz. Was ist grün und klopft an die Tür? Ein Klopfsalat. So, das war der Postbode. Ich hoffe, Mega Mini Paluten hat euch einen geilen Joke erzählt. Oh, kleiner Sprung. Wow! Oh! Oh, und nichts passiert. Ach, hier steht der eine Wagen. Ah, okay, hier ist aber gerade nur Crap. Ja, warte mal, dann werde ich da gleich hinsprinten. Dann packe ich den Wagen schon mal oben. Easy, easy, easy. Dann hier vorne rein. Fahrstuhl nach oben. Und dann können wir auch gleich hier den Ferrari FXX. Oder was meintet ihr? Der heißt Ferrari FFX. Den können wir dann auch abklapseln. Den packe ich dann hier vorne. Jawohl. Und dann können wir das nächste Häkchen hinter den Autos machen. Hier, Fahrstuhl wieder runter. Dann werde ich jetzt direkt schlafen gehen. Weil es geht ja auch darum, dass wir nicht nur jetzt Autos kaufen, sondern wir müssen auch ein paar Autos verdienen. Weil wir haben jetzt aktuell knapp 11 Millionen. Und das soll ja nicht weniger werden. Der Automarkt ist am Start, weil da werden wir jetzt auch ein bisschen Geld verlieren. Vorher fahre ich aber kurz mal zur Tankstelle. Dann sprinte ich einmal rüber. So, habt ihr irgendwas Geiles? Nee, hier wäre ein Tesla. Ja, nee, nichts Geiles. Was man natürlich machen könnte ist, wenn wir gleich Glück haben, weil es ist ja Automarkt. Und vielleicht finden wir beim Automarkt einen Tesla, mit dem wir fahren könnten. Weil wie gesagt, wir wollen jetzt wirklich jedes Auto uns im Spiel holen. Sodass wir so eine richtige
ja, so eine richtige Sammlung haben. Wir haben dann auf der einen Etage so ein Automuseum. Wir sind ein Autohändler, der aber hier auch was seinen Kunden bietet. Haben wir hier, sehe ich den Lambo, aber den können wir auch nach oben bringen. Dann lass uns mal den BMW hier kaufen, weil ich weiß, das ist ein BMW Z3 als Coupé. Den nennt man irgendwie den Clownsschuh. Der ist auch relativ teuer. Ich gebe dir 19. Du willst mir den nicht für 19 verkaufen? Sag mal, du ziehst mir die Hosen aus. Dankeschön. Wagen kommt direkt auf den Schlepper. Und ich gehe jetzt sowieso erstmal eine Runde schlafen. Hat jetzt nochmal 20.000 ausgegeben. Ist wie gesagt nicht viel. Aber bis dato haben wir heute nur Minus gemacht. Jetzt haben wir auch noch unbezahlte Rechnung. Na komm, Website. Naja, 3.000. So, komm schon, jetzt was Geiles. Ja, nee. Oh, da ist noch einer. Ah, hier wäre jetzt der Mercedes. Schade. Was ich nicht ganz verstehe. Ah, doch. Reparatur 1. Ach so, weil da gerade, warte mal, da können wir kurz warten. Dann werde ich da einmal den Porsche auch gleich hin teleportieren. Ja, Reparatur 2. Weil dann haben wir gleich wieder zwei neue Autos abgehakt für die Sammlung. Ich werde jetzt erstmal gucken, musst du repariert werden? Ja. Oh, da ist einiges kaputt. Und bei dem Porsche auch. Vorne rechts der Kotflügel. Wie ihr mir ja gesagt habt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, weil ich wusste nicht, warum der Kotflügel heißt beim Auto. Also was für ein Grund hat das? Und es ist tatsächlich, weil früher die Kutschen, damit die Scheiße, wirklich, also weil die Pferde haben ja überall hingekackt und dass das dann nicht da auf die Gäste flatscht. Und deswegen heißt das Kotflügel. Ja, ist wahrscheinlich so unnützes Wissen, oder? Aber ich fand das schon ganz geil. So. Einmal bitte komplett tunen. Natürlich Paletto. Geile Felgen. Oh, BMW ist auch so ein bisschen blau, oder nicht? Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, aber wir machen es ein bisschen matter. Huh. Ah, jetzt habe ich nicht... Ah, nein, jetzt habe ich... Ihr habt die Farbe nicht richtig ausgewählt. Ne, komm, mach mal jetzt hier genau. Zack. Obwohl, so hundertprozentig matt ist das auch nicht. Digi, du siehst doch gar nichts. Dein Kopf haut dagegen das. Ich sehe da sogar deine Haare, die durchs Auto kommen. Da, guck mal hier. Also kein Wunder, dass er immer so einen Schiefhals hat. So, nächstes Auto in der Sammlung. Ah ja, der müsste hier hinpassen. Ich muss jetzt... Na, oh. Das war kurz knapp. Na, das war eigentlich blöd. Jetzt muss ich hier wirklich tausendmal rangieren. Oh, fast runtergefallen. Alles gut. Nein! Ach komm, warte mal. Ich kann nicht aussteigen. Nee, jetzt bin ich aus Versehen ins andere Auto eingestiegen. Nee, lass mich doch. Warte mal, Mann, mein Auto steckt in dem Ding fest. Ah, warte, jetzt kann ich. Jetzt. Mann, mein Auto! Das ist doch. Ja, warte, ich muss das jetzt einmal. Jetzt muss ich das auf den blöden Abschleppwagen packen. So. Komm mal her, was dröhnt der denn so? Ich muss das, ich werde jetzt einmal drehen. Das war auch einfach dämlich. Guck mal, man fährt jetzt nämlich so. Einmal hier im Kreis. Kurz mal driften. So. Und jetzt ganz einfach hier vorne parken. So einfach kann es sein. Ja. Yeah. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde die jetzt erstmal so lassen. Das ist schon okay. Aber ich finde, man sieht die Autos teilweise nicht ganz so gut. Obwohl, doch, es geht eigentlich. Hier geht's. Aber wenn du die Autos nicht so quer hinstellst, dann sieht man meistens nur so ein bisschen die Schnauze und kann die gar nicht so richtig erkennen. Das ist hier vorne bei der Dodge und beim Audi geiler. So, kommt, Leute, wir gehen schlafen. Oh, eine kleine Stärkung. Jetzt haben wir wieder nur Geld ausgegeben. Ja, 3.000. Oh, Automarkt. So, habt ihr was Geiles, was wir noch nicht haben? Den Mercedes würde ich jetzt eigentlich gerne kaufen, weil den fand ich eigentlich auch immer ganz geil. Ja, der ist sogar da. Cool. Weil das sind an sich auch krasse Autos. 58, Schnäppchen. Ich biete dir 51.000. Komm, das ist wirklich fair. Ich bin hier nämlich Master-Schnäppchenjäger. Ja, hier sind die Schlüssel. Danke. Der ist aber auch gut kaputt. Der kommt direkt in die Reparatur. Ansonsten gibt es jetzt nichts, was mich direkt jetzt anlacht. Ich fahre vorher nochmal zur Tankstelle, um die Rennen zu checken. Weil so langsam müsste man ein bisschen Kohle rein. Aber das hier ist wieder nichts. Es waren jetzt wieder 51.000. Das ist jetzt nichts, was uns in den Ruin... Also, aber ich will ja kein Minus machen an sich. Weil wer weiß, ganz ehrlich, wenn die Entwickler sagen, okay, die nächsten super seltenen Autos kosten alle 30 Millionen.
Ja gut, dann ist es schon blöd, dann, weil man hat jetzt auch kein Geld zu verschenken. Weil ich kann mir das vorstellen, dass sie irgendwann mal so ein Auto, es gibt ja Autos, also dieser Ferrari. Warte mal, ich google mal kurz. Teuerster Ferrari der Welt. Genau, der Ferrari 250 GTO kostet 48,4 Millionen Dollar. Ja, 48 Millionen, Alter. Das könnten wir uns nicht leisten. So, der muss aber mal holla die Waldfee repariert werden. Ah ja, der Porsche ist ready. Den können wir dann direkt schon mal tunen. Und eine geile Farbe. Oh, ich habe gestern wieder Just for Fun. Ah, obwohl das rote, die rote Beleuchtung passt nicht. Aber so ein bisschen hier. Just for Fun nach Porsche 964er Targas habe ich geguckt. Habe ich ja im Podcast mit GLP drüber gequatscht, dass mich das Auto schon ein bisschen in seinen Bann gezogen hat. Irgendwie finde ich das geil. Es ist halt so, einfach geil. Oh ja. Und den würde ich jetzt, glaube ich, gerne mal ein bisschen querstellen. Ob man da ein bisschen mehr sieht. Ja doch, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Oh, ich wollte gerade durch den Haupteingang. Hier drin könnte man das eigentlich auch ein bisschen abtrennen, oder? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man hier noch so eine Trennwand hinsetzen würde. Obwohl, dann kommst du halt mit den Autos auch nicht mehr im Allgemeinen da so gut durch. Schauen wir mal. So, genau. Und zwar würde ich jetzt ganz gerne... Wir machen das wieder so, dass wir auf jeden Fall hier drin drehen. So, komm mal her, Junge. Ja, nee, ich muss von hier aus daran nicht runterfallen. So, weil dann sieht man, der hat auch so eine geile... Der Wagen hat auch so einen geilen Heckspoiler. So, hier dann schön quer hinstellen. Ich glaube, das könnte von außen derbe geil aussehen. Ja, das sieht doch cool aus. Weil so sieht man ihn auch von außen richtig gut. Den BMW, den erkennst du kaum. So, stimmt. Apropos Autos, wir haben ja noch unseren Mercedes. Ist das eigentlich der einzige Mercedes, den es hier im Spiel gibt? Weil das hier ist ja ein C63, oder? Weil vom Armaturenbrett ist es auf jeden Fall keine S-Klasse oder eine E-Klasse. Das ist, ja, C63, würde ich sagen. Vielleicht sogar C63S. Da kenne ich mich jetzt nicht so genau aus. Kennzeichen, Plädo. Er braucht auf jeden Fall neue Felgen. Die sind ja richtig traurig. Oh ja. Wir können aus dem ja einen richtig schönen Silberpfeil machen. Passt ja auch zu Mercedes. Aber dann auch hier polieren bis zum geht nicht mehr. Oh ja. Alter, let's go. Ist so ein bisschen wie der eine Lamborghini. Aber ganz ehrlich, unsere Sammlung muss ja auch schon ein bisschen auffallen. So, und dann kann man jetzt Mercedes C63. Bling. Let's go. So, eingeparkt. Jetzt gucken wir... Oh, okay, aus dem Fenster gefallen. Ja, das sieht doch fresh aus. Generell muss ich sagen, also jetzt mal Real Talk, die Front sieht jetzt dadurch, dass im ersten Stock wirklich fast jetzt überall vorne die Autos stehen. Ich finde das schon geil. Wir könnten jetzt direkt mal hier vorne nochmal den hier nehmen, sodass wir die komplette Front fertig machen. Ah, das Gute ist, der ist auch schon voll getuned. Das bedeutet, wir müssen jetzt nur mal kurz ein bisschen Farbe ranbringen. Und jetzt schön mit Nitro da rein. Nee, hatte ich kurz ein bisschen zu viel Angst. Und Fiat... Gott, was ist das? Fiat Abarth war das, oder nicht? So, den fahren wir jetzt nochmal hier in die Ecke. Weil hier ist das auch gut. Hier werden wir die, glaube ich, sowieso alle so stellen. Damit man sie von außen auch besser sieht. Hier wird jetzt kurz gespeichert. Das Spiel freest mittlerweile komplett, wenn es speichert. Zack. Und aus dem Fenster gefallen. Mal gucken, wie sieht das von der Seite aus? Ja, ja, das ist schon cool. Das feiere ich. So, wir gehen jetzt eine Runde schlafen. Oh, boah, minus 51. Wir hatten nämlich heute noch gar kein Autorennen. Ohne Auktion. Das wäre vielleicht auch noch ganz geil. Aber wichtiger ist jetzt erstmal ein kleines Straßenrennen. So, Paletto macht wieder einen kleinen, kleinen Jump. Niemand. Doch, da steht einer. Mit dem Audi. Audi R8. Jawohl. Haben wir oben schon Audi? Nee, nee, Audi. Doch. Haben wir schon oben stehen, aber ich nehme den natürlich trotzdem. Also, weil das sind nochmal 500.000 oder so. Nee, 800.000, glaube ich. Hier wird es allerdings schwierig, weil, genau, der hat zwar ein Turbo, aber nicht dieses Lachgas-Einspritz-Dingling. Das bedeutet, ein Fehler und alles ist kaputt. Aber ich denke mal, das schaffen wir. Den Audi packe ich dann nach unten, ne? Weil unten, würde ich sagen, ist der Verkaufsraum. Wo die Leute so reinkommen. So, okay, hier werden wir auch einen kleinen Frühstart hinlegen. Also, ne, ihr wisst Bescheid, unsere klassischen Starts halt. Weil dann haben wir das komplette Geld in der heutigen Folge schon wieder drin. Jetzt schon fahren. Jawohl. Den haben wir easy.
Oh, oh, hochschalten. Aber egal, der Abstand ist trotzdem krass. Ja, ja. Komm, gib mir dein Auto. Sehr, sehr nice. Okay, wichtig. Ja, tipptopp. Dann können wir den direkt in die Reparatur geben. Den packen wir jetzt hier wieder ein. So, schön rein hier. Tipptopp. Sie haben das Büro gereinigt. Ah, stimmt, da fällt mir ein, viele von euch meinten auch. Und da bin ich eigentlich... Oh, jetzt habe ich kurz den Motor ausgemacht. Da stimme ich überein, dass wir irgendwann unseren Mitarbeiter ausbilden müssen. Also das ist schon... Also, dass er wäscht. Wisst ihr, was ich meine? Weil guck mal, wir schaffen das nicht mehr, alle Autos zu putzen. Und die Sachen, die hier noch sind, Reparaturpreis, das ist nichts mehr, was auf gut Deutsch gesagt den Braten fett macht. So, genau, da oben haben wir den Audi. Haben wir denn hier noch ein Auto stehen, was oben in der Sammlung fehlt? Na, ich will jetzt hier aber kein Auto direkt umparken. Den brauche ich für die Auktion. Nee, nee. Dann lass mal schlafen. So. Auktion! Oh, da könnte doch ein Auto dabei sein, was uns vielleicht interessiert. Von den super seltenen Autos wäre ein Mazda tatsächlich. Also den wir hier gerade auch fahren. Das wäre eigentlich eine coole Sache. Ah, hier ist ein Lambo. Aber ich würde jetzt nicht extra auf ihn warten. Vielleicht switchen wir auch den Wagen gleich mit dem Porsche, der hier vorne steht. Obwohl es eigentlich schon chillig ist, ein möglichst schnelles Auto für die Auktion zu haben. Damit man da immer nicht eine halbe Stunde hinfährt. Deswegen habe ich ja hier zum Beispiel auch den Nissan. Bist halt einfach super schnell da. Oh, Porsche! Das ist doch gar nicht schlecht. Weil wenn wir dann den Porsche noch gewinnen, hätten wir, glaube ich, mit dem Audi R8 so um die 750.000. Und mit dem Porsche machen wir, glaube ich, nochmal circa 250.000. Wette ist Auto, wenn wir natürlich gewinnen. Habt ihr übrigens Weihnachts-Mini-Paluten 2.0 entdeckt? Mit dem coolen Bart. Der steht jetzt bis Weihnachten darum. Und jetzt. Perfekter Start. Das war gut. Jetzt können wir sogar nochmal den Turbo zünden. Und der Porsche ist unser geiles Ding. 1 Million wieder plus. Zum Weihnachts-Mini-Paluten wird es auch noch ein Update geben. Irina ist gerade noch dabei, den Adventskalender fertig zu zeichnen, damit es da wieder so ein exklusives Bild gibt. So, Porsche, ab, zurück. Den werden wir auch einmal einparken. Nichts passiert. Ah, guck mal, da steht auch die Dodge Viper. Oh, geile Karre. Ist halt was komplett anderes. Also ich würde mir niemals privat die Dodge Viper kaufen. Es sei denn, ich hätte irgendwie 700 Milliarden Euro. Ich finde da den Porsche einfach schöner. Ist aber wie immer Geschmackssache. Also es gibt, glaube ich, auch unter meinen Zuschauern viele, die sagen, na, Porsche nicht so meins. Dodge Viper ist schön brachial. Weil es ist ja auch so ein Muscle Car, oder nicht? So, wir können direkt mal eine Runde schlafen. Weil es geht ja gerade nichts ab. Vielleicht ist jetzt auch gleich Automarkt. Ah ja, geil. Dann können wir nämlich gucken, ob die wieder neue geile Autos für uns haben. Ich weiß gar nicht, was jetzt nochmal auf der Liste stehen würde an geilen Autos. Hier lächelt. Brauchen wir den Lambo? Eigentlich nicht. Den Lambo würde ich eigentlich lieber bei einem Autorennen gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir haben ja schon welche von denen. Und weil, um den Lambo zu kaufen, brauchst du 400.000 oder so. Dann noch lieber mit Glück. Weißt du, jetzt auf Ansage. Komm schon. Heilige Kokosnuss. Kokosnuss, jetzt mach mal Lambo. Als ob. Ich schwöre, das war nicht... Also, wie auch. Ich hab's nicht vorher hier. Jetzt hieß der Lambo. Ja, geiles Ding. So, komm mal her hier. Wir haben hier keinen stehen. Warte mal, da müssen wir... Ich laufe mal kurz nach Hause und hol den Lambo. Krass. Hatten wir hier noch nie ein Lambo stehen? Das Ding ist bloß, wir dürfen dann den jetzt nicht verlieren. Weil sonst habe ich wieder gar keinen. Habe ich so viele von denen verkauft? So, einmal ins Büro bitte. Oh, ich glaube, der steht da auch irgendwo in der Ecke übertriebenst ätzend. Der Lambo. Ja, der steht hier unter der Treppe. Warte, komm. Ah, warte. Komme ich hier raus? Nee, warte, ich mach's mir einfach. Das ist doch jetzt Quatsch. Ich pack den hier auf den Schlepper draußen. Hä? Geht nicht. Hä? Ach, der, wo ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe aus Versehen den hier angeklickt. Ich dachte, ich hätte den hier dupliziert, den Wagen. Dabei hatte ich aber einfach nur aus Versehen den grünen hier. Ja, ach, schade.
So, ich muss den jetzt mal kurz dahin teleportieren. Ich habe halt aus Versehen den grünen Ferrari. Naja. Alter, ich dachte schon so, what? Weil es gibt ja manchmal in Spielen, also ich glaube selbst in Minecraft, gab es immer mal wieder so Duplication-Glitches. Damit kannst du halt dann Diamanten duplizieren. Letztlich fast jedes Item, was man haben will. Muss ich sagen, hat mich aber nie wirklich interessiert. Weil ich finde, damit machst du dir meistens selber den ganzen Spielspaß kaputt. So, den müssen wir einmal kurz hier wegfahren. Danke. So, Wette ist Auto. Rein da. Oh, wir fahren gegen Missy. Okay. Bloß kein Fehlstart. 3. Und jetzt. Ja. Oh, da ein bisschen. Oh, das wird... Nee. Alles easy, alles easy, alles easy. Schafft sie nicht. Gib dein Auto her, Missy. Jawohl. Geiles Ding. Dann haben wir wieder einen von der Liste. Und zwar ist das der Lamborghini Countach. Oh, haben wir noch zu Hause Platz? Ich glaube nämlich nicht. Doch, Reparatur 2. Ja, wunderbar. Dann werde ich den Lamborghini aber hier direkt auch einmal parken. Hier ist zwar langsam wirklich nicht mehr allzu viel Platz. Warum sind da schon wieder zwei neue Porsches? Das ist halt das, was ich mich frage. Jetzt mal Real Talk. Ich check's nicht. Ich bin vielleicht manchmal aber auch verplant. So, muss der, ja, reparier mal. Der kriegt jetzt aber auch nochmal eine geile Lambo-Farbe. Also ich schätze mal gelb. Ah ne, erstmal Tuning. Weil der hat ja gar nichts. Genau. Hier, Batz, Batz. Wie immer, Paletto. Neue Felgen. Ah, warte, Paletto habe ich nicht gespeichert. Zack. Ja, muss ballern. Entschuldigung, einmal bitte rein. Dann einmal bitte hoch. Und dann können wir den Lamborghini Countach auch abhaken. Ah, ich hätte von der Farbe her hätte ich was anderes wählen sollen. Weil den würde ich auch schon ganz gerne hier vorne hinstellen. Weißt du, jetzt steht da der Goldene neben dem Gelben. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ja, sieht trotzdem geil aus. Doch, das ist schon, das ist cool. Leute, ich würde sagen, wir haben für heute genügend Autos gesammelt. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust auf mehr habt, schallert gerne den Like rein. Schaut mir mal gerne auf Paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr. Wie gesagt, Weihnachts-Mini-Paluten kann man bald vorbestellen. Mega-Mini-Paluten ebenfalls. Da blende ich das hier nochmal ein. Leute, fettes Dankeschön fürs Zusehen. Euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.